Ja, hoho, hier wieder beim Quali und bei der Terra May. in der Secret World. Wir sind in New York. New York, New York. Und haben ganz gruselige Halloween-Outfits an. Besonders meins ist extrem gruselig. Ach was denn? Den Rüschenrock finde ich total schick. Ja, aber gruselig. Schick und gruselig schließt sich nicht gegenseitig aus. Das Oder? ist wieder so eine Sache. Naja, lass mal das mal. Da könnten wir jetzt Tage, Wochen, Monate, Jahre drüber diskutieren. Jeder hat seine Meinung. Okay, alles klar. Wir haben hier noch eine Halloween-Quest in New York, nämlich hier, die habe ich schon angenommen, die Übertragung. Da müssen wir den Kurzwellenempfänger finden. Welch Glück, dass ich keine Orientierung habe. Stopp! Bist schon wieder Sofort stehen geblieben. falsch. Wieso falsch? Ja, weil das kannst du doch hier lang laufen zum Container. Du musst ja nicht den langen Weg laufen. Ist doch gleich lang. Okay, wenn du meinst. Wir treffen uns drüben. Okay. Angst? Ein bisschen. Ja, du hattest auch Vorsprung und dann auch noch 25. Ja, jetzt kommen die Ausreden, hört. Ja. Ey, du bist immer noch schneller als ich. Kann ich ja nichts dafür. Dafür bist du stärker. So. Ja, du brauchst ja auch jemanden, der dir da die Mobs dann vom Hintern hält. Denn wie wir alle wissen, bin ich Profi Von den darin, Stellenangeboten Mobs für am Hintern zu haben. Mafia-Aushilfen steht, dass man für seine Definitiv. Gehaltsversicherung sorgt. Als langjähriger Leser, okay, ihr könnt das selber lesen. Ich bin zu müde, um das jetzt zu lesen hier. So. Jetzt müssen wir zu Orten, an denen Kurzwellenempfänger sind. Da gibt es in jedem Bereich einen von. Ich glaube, wir gehen aber zu den einfachen, oder? Einfachen, also King's Mouth, Blue Großen Plätzen. Mountain und Savage Coast. Können wir machen. Uah! Wollen Sie Agatha betreten? Die gute Agatha. Das Problem an dieser Quest ist, wie an fast allen Halloween-Quests, es gibt viele Ladebildschirme. Hast du eigentlich inzwischen mal diese komische hier Kürbiskopf-Halloween-Quest gemacht? Zu Ende? Ach so, die mit dem Beschwören, ja, die habe ich schon mal zu Ende gemacht. Also mit Terra May und ist ganz lustig gewesen, aber man braucht eine Gruppe dazu und das ist mühselig, da eine anständige Gruppe zu finden und dass die dann auch alle einen Kürbiskopf dabei haben von der Quest dann her und wissen, was sie zu tun haben. Ja. Und dass der dann auch liegt in der Zeit, ohne dass eben alle wipen und Ja, weil der ist schon ein bisschen stark, ne? ja, irgendwie schon. Also da ist der Katzengott irgendwie easiger. Also Naja, Katzengott kann man ja auch zu zweit schon kaputt hauen. Psst. Ich war heute auch versucht, den mal alleine zu versuchen, aber hab's dann doch nicht gemacht. Boah, du wolltest den alleine machen, ohne mich? Ja. Nehme ich dir krumm. Allerdings nicht mit diesem oder jenem Charakter. So. Mit meinem dritten Charakter. Mit deinem. Ja. Der, Ich habe ja nicht mal Zeit für meinen zweiten Charakter, den eigentlich mein erster ist. ja, der, den ich heute Morgen noch mal ein bisschen gespielt habe, der ist so ein bisschen der Damage-Dealer. Und der war auch mal der weiteste Charakter, den ich hatte. Den habe ich heute Morgen noch ein bisschen gespielt. Was für Flügel hat er denn? Keine. Der ist noch ganz klein im Vergleich zu Eukalypta hier. Ach, guck mal, Zombies mit einem Schuss platt machen. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Das muss ich halt jetzt genießen hier. Oh, geht doch, zwei Schuss.
Ja, wer kommt denn da rein? Ich warte mal hier auf der Straße. Auf der Straße. Irgendwo da in der Ferne, glaube ich, sehe ich dich schon. Nein, das war ein Zombie. Das ist der... Egal. Kopfkirmes heißt der, glaube ich. Lustiger Name übrigens. Also hier so. Sollte es irgendwo sein, aber... sehe ich noch nicht. Halt. Und jetzt hört ihr das Radio schon. So, alle tot, können weiter. Wie denn? Seh dich nicht. Siehst mich nicht, bin direkt hinter dir. Nein, seh dich nicht. Ach, ich bin unsichtbar. Ach, jetzt sehe ich dich. Zwingen. Ja, Ghost Mode, ne? Ghost Mode, ja. Ghost Mode. Oh, hier hat einer seinen Loot vergessen. Ah, ne, das ist ein Wissen. Das ist mein Loot. Das ist ein Wissen-Loot. Da kommen Geister raus, ist ja böse. Ich überrasche. Ja, ja. Und für alle, die ihr das hier auch machen wollt, zu Hause, an euren heimischen Rechnern, wenn ihr die Quest dreimal macht, dann habt ihr quasi also und immer unterschiedliche Radios nimmt, also aus jedem Gebiet eins, dann kriegt ihr auch ein tolles Gimmick. Ja, aber dazu muss man auch natürlich. So, jetzt notieren wir uns die Zahl 6236 Kilohertz. Die brauchen wir nämlich später. Und suchen dann direkt mal den zweiten Kurzwellenempfänger. Und dazu müssen wir rüber zur Savage Coast. Ja. Genau. Teleport. Übrigens eine weitere Sache, die ich auch noch nicht erwähnt habe, glaube ich, im Let's Play, ist, wenn ihr an Halloween in euren Startgebieten seid, also Seoul, New York oder London, dann haltet mal die Ausschau nach einem speziellen Verkäufer. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Semiha irgendwas. Ja, den gibt es in allen Startgebieten und der verkauft lustige Halloween-Tüten. Für Schwarzbarren oder für Pax. Also in Seoul steht er vor der Polizei. Ja. In New York. New York steht er im Park. Und in London habe ich noch nicht gesehen. In London steht er auch im Park und zwar oben auf der Bühne. Ja, stimmt. So, wo war das Radio nochmal in der Savage Coast? Das war doch hier oben Haus. Bei dem Schwarzen Haus, genau. Weil die Radios stehen immer an Plätzen, die irgendwas mit dem Tod zu tun haben. Wobei ich mir bei einigen Gebieten einen besseren Platz hätte vorstellen können. Zum Beispiel in Ägypten, glaube ich, war es. War ein bisschen komisch, die Platzierung, fand ich. Ich meine, sie gingen, aber... Welches Ägypten meinst du jetzt? Das zweite Ägypten, also... Wo sie in der schwarzen Pyramide. Ja, und im ersten glaube ich auch, wo es an diesem komischen, wo es bei dem Flugzeug ist. Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig als Platz. Da gab es doch glaube ich auch noch dieses Grab als Ausgrabungsstelle. Da hätte man das auch reinplatzieren können. Ja, aber es hat ja auch mit den Geschichten zu tun, die sie da erzählen. Also wenn man noch ein bisschen länger stehen bleibt und eben Englisch verstehen kann, erzählen sie dir ja auch eine Story, was da eben passiert ist. Und ist das ein Spieler, der da gerade drin ist, oder war das ein Geist? Ich habe gerade eine Gestalt durchs Fenster gesehen. Jetzt ist sie weg. Gruselig. Komm bloß her. Ich bin ja schon da. So.
Bist schon im Haus. Ja, ich bin dir gerade entgegen. Okay, es war ein Spieler. Hier ist er nämlich. Ich bin draußen rum. Ich mag meine Frisur. Nachmacherin. So, hier irgendwo ist das Radio, ja. Natürlich in dem Haus, das uns schadet. Immer ätzend. So. Und. Na, wir brauchen doch noch einen Schuss. Und auch hier notieren wir uns die Kilohertzzahl. Muss man doch nicht. Wir müssen es nicht mehr eigentlich, weil wir das schon wissen, aber man sollte sich ja, das aber doch. Du hast ja auch den kleinen Bock da an der Seite. Ich krieg ja immer noch Schaden. Ja, das kann man auch machen. Aber man kann es sich auch aufschreiben. Ja, natürlich. Sonst wäre ich ja auch die Füchse. So, ab ins nächste Gebiet. Ja, ich laufe schon mal vor. Ach, es war, als ob es gestern gewesen wäre hier. Den blöden Ackerbs. Komm, so als aus Spaß mal so einen Ackerb platt machen. Jetzt, ne? So, jetzt soll ich aus Spaß einen Ackerb platt machen? Der macht mich platt. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Was ist das denn für ein Vertrauen in meinen Charakter hier? Immerhin ist der schon im zweiten Ägyptengebiet. Das heißt, er müsste so ein normaler Akap hier eigentlich ziemlich einfach platt machen. Hat er auch gerade geschafft, wie man im Video sehen kann. Wie, du bist platt? Nein. Wie jetzt? Aber es war ein ordentlicher Kampf. Okay. Der war fair. So, so. Fair. Ja. Naja, du bist ja auch mehr auf Heilung geskillt gerade, ne? Dann nach Fernkampfwaffe mit dem Sturmgewehr? Oder? Ja, Leech-Heilung, ne? Ja. Meine ich. Übrigens, der Villandesh hat unter eins meiner letzten Videos seine aktuelle Solo- Skillung drunter geschrieben und sie erklärt. Fand ich sehr schön. Mhm. Danke, Willandisch. So, wo, hier war das Radio oben auf dem Friedhof bei den Babanakis. So. Wenn man die Süßes- oder Saures-Taschen farmen will. Ja. Kann man hier in Blue Mountain auch sehr gut farmen. Wieso? Weil diese Werkitties, also eigentlich sind es ja Werwölfe, werden eben im Erfolg Log unter Werwölfe gelistet. Aber wir sagen ja immer Werkitties zu. Warum auch immer, ich kann es nicht sagen. Irgendjemand hat damit angefangen. Die spawnen viel in der, oh Gott, wie heißt die Bucht nochmal? Moment, gucken, Krakenbucht, ne? Krakenbucht. Krakenbucht. Ja, da stehen sie meistens auch schon so ohne. Krakenlandzunge. Ja. Ah, okay. Da stehen so viel schon rum. Dann haben sie manchmal diesen Buff von wegen heimgesucht. Dann spawnt da sogar nochmal einer raus. Ja. Gut. Jemand, der schon in der verbrannten Wüste und Stadt des Sonnengottes unterwegs ist, wird da nicht wirklich Schwierigkeiten haben. Also ich. Genau. Oder meinst du alle außer mir? Ich meine dich und alle anderen. Das ist echt eine Umstellung. Also ich habe ja hier den Charakter als Heilcharakter. Dein Charakter, mit dem ich mit dir am meisten unterwegs war. Das ist ein Tank. Und heute Morgen habe ich einen Damage-Dealer gespielt. Das ist echt anders. Beutel mit süßem Sauer.
sehr lustig, ja. Können wir das direkt mal angucken, bis die Terra hier ist. Wow, Crowley's Crunchies. Ja. Verströmt alle 22 Aromen der größten Arcana. Yum, 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 yum. Direkt mal essen. So. Ja, kriegt man auch viel Crowley Crunches, dann Zuckerschädel oder Weingummi. Aber was ich eben viel gekriegt habe, ist auch diese Fackeln. Nee. Die kannst du ja nicht wirklich. Das ist ja mehr so ein Gimmick für den Moment. Ja. Weil sonst hast du ja nicht wirklich was mit zu tun. Das kannst du ja sonst nur wegschmeißen. Verkaufen kannst du auch nicht, weil es gibt nichts dafür. Ich frag mich, ob es irgendwo vielleicht so einen Secret-Erfolg gibt, wenn man so und so viel Fackeln abgebrannt hat oder so. Weil für irgendwas müssen die ja gut sein. Ja, also bisher habe ich noch keinen gefunden. Irgendwie so 20.000 Fackeln abfackeln und dann. Ja, erzähl mir das jetzt nicht. Ich habe meine ganzen Fackeln weggeschmissen. Das heißt nicht, dass es das wirklich geben muss, aber es wäre cool, wenn es das geben würde. Nicht so gemeint von mir. Weißt, apropos gemeint zu mir, da fällt mir auch direkt ein, wir müssen noch erklären, warum der Lesrak nicht da ist. Der hat uns nicht mehr lieb. Und er spielt Warhammer gerade. Ich wollte es gerade sagen, weil ich habe noch gar nichts gemacht. Ich war ganz artig. Irgendwie. Der treue Verstorbene. Es lohnt sich übrigens auch mal neben diesen Radios stehen zu bleiben und auch mal zu hören, was die da machen. Aber das ist halt fürs Let's Play natürlich ein bisschen unangenehm. Ein Wraith. Sehr schön. Einmal. Und. Tada! 7307. Gehen wir wieder einen Anruf? Ja. Gehen wir mal hier aus dem Radioreichweite raus, damit wir den mal vernünftig hören können. Ich weiß gar nicht, wie es gerade um meine Audio-Settings aussieht eigentlich. Das hätte ich mal vorher vor der Aufnahme nachgucken können, aber müsste eigentlich okay sein. Ja, komm lieber nochmal ein bisschen weiter raus hier. Wegen den ganzen Zombies? Ja. Nicht, dass ich dann nebenbei noch irgendwas plätten muss, dass ich angreife. So, hier müsste eigentlich alles okay sein. Der David möchte nämlich weiter mit uns reden. Look, if you need any information about number stations, check out my database at the laundromat, okay? It's all there. And now, coming to you from the closest radio station on the air, gruselig, der Mensch. So. Wir müssen zurück zum Waschsalon. Genau. Zup. Und wieder mal der Ladebildschirm. Auf Doom. Auf Doom, genau. Mit einem Blick auf meinen Skype sag ich gute Nacht. So. Ich muss mein Inventar auch mal wieder ein bisschen aufräumen hier. Ich nehme das Zeug jetzt einfach hier zurück. So. Wie gesagt, oh, jetzt haben wir ja ganz schön viele dieses Motorrad inzwischen. Ich will das auch haben, aber ich krieg's nicht. Ito. Aber ich spiele zu wenig dafür, glaube ich.
Ja, nee, es hat auch was mit Glück zu tun und Immerhin haben wir die Vogelscheuche gekriegt, ne? Also mit dem. ja. Ist ja auch selten. Eukalypter braucht die Vogelscheuche auch noch. Das, gut, die Chancen stehen eigentlich nicht so gut, dass man die jetzt noch kriegt. Bei dem Spiel frequent, was ich hier mache. So, wieder hier rein. Wo die coole Mucke läuft beim Dave. Haben Sie? Klar, So, das machen und wir dann immer. können wir uns hier in Daves Computer hacken und seinen Forschungsordner durchsuchen und mal nachsehen nach Zahlensendern. Wenn Sie auch hier, um ein paar Promis zu entdecken, weiße totaler Und sehen, dass es nicht so richtig ist. Welches war es nochmal? War das? Doch, es muss Zahlensender sein. Achso, ja, wir müssen einen Frequenz- oder Sendernamen eingeben. Wir haben uns ja Gott sei Dank alle Frequenzen notiert. 6236 ist die erste Frequenz. So, jetzt haben wir hier, die Frequenz wird von drei Sachen. Wir gucken uns die an und merken uns die Namen. Gehen auf zurück. Geben den zweiten Sender ein. Und schauen, ah, okay, da ist einer, der sich überschneidet. Merken uns wieder die Namen. Und 7307, eigentlich müssen wir uns nur den überschnittenen Namen merken. Und oh, welch Wunder, auch beim dritten ist ein gleicher dabei, nämlich The Lonely Patriot. Ups. Und dann geben wir diesen Namen doch mal hier ein. Und zack, müssen wir zum belagerten Farmland reisen. Und ja, das ist der Grund, warum man gerne jemanden wie Terra mitnimmt, weil das Ja, ist der noch mitstinkt. etwas. Oh, da hinten ist ein Wissen, das habe ich noch nicht. Wie, du hast die Illuminaten noch nicht voll? Nein. Schäm dich. Du läufst mit einer rum und dann weißt du noch nicht mehr so viel von der. Ja, sei doch froh, sonst würde ich wahrscheinlich gar nicht mit dir rumlaufen. Mal diese Vorteile. Naja, ich weiß nur, dass du deine Chefin selber nicht so toll findest. Ich wiederum, obwohl nee, die Drachenchefin, also der Mund vom Drachen ist auch nicht so ganz sympathisch, finde ich. Der Drache selber, also der Kopf ist ganz lustig, weil er redet nie, aber wir sind ja auch alle Teil des Drachen. Von Beginn an. Ja, Damit was konnte bist ich du? leben. Schwanzspitze oder bist du eine Klaue? Schwanzspitze. Wer weiß. Bist du schon vor? Ich bin gerade nach Agatha rein, ja. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt reinkommen kann. Also du wirst wahrscheinlich vorlaufen müssen und nicht mit mich porten müssen. Ich glaube, ich war da nämlich noch nicht. Aber ich kann es ja mal zeigen für die Leute, die dahin wollen. Nee, wir haben dich nur mit in den zweiten Teil, glaube ich, genommen. Beim letzten Mal. Ja, wo du ja die Sachen für den Katzengott zusammensammeln musstest. War das nicht auch im ersten? Oh, ich bin wieder daneben gesprungen. Nein. Na, 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 ich nicht. Vorsicht an So. den Kanten! Ja, ich springe gerne daneben. Das ist so ein Hobby von mir. Manchmal spiele ich den ganzen Nachmittag nur hier runterfallen. Ja, das nennen wir Bootcamp. Wie jetzt schon wieder? Ja, aber das war abzusehen jetzt hier. Das war nicht Keine Angst, extra, du aber es meinst war abzusehen. nicht. Auch noch ein Wurf. Nämlich auch beim Farmland. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich einen schnelleren Weg dahin, als sich hier runter zu springen und dann. Das ist der schnellste Weg, weil sonst musst du ja erstmal über Kingsmouth und Savage Coast, also den richtigen langen Weg, hinten dann auch bei der verbrannten Wüste lang. Deswegen ist das schon die Abkürzung bei der Bibliothek runter. Also hier ist jetzt der letzte Teil von Ägypten. Und dann hier weiter. So.
geht es hier rein? Wir nehmen da das Green vom Farmland. Wusch. Und dann einmal hier, dann kommt man zum belagerten Farmland. Und jetzt werde ich gleich rauskriegen, ob ich da schon mal war oder nicht. Sieht so aus, als ob ich da schon mal war. Kann auch sein, dass ich... ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, wann ich mit welchem Charakter wo schon war. Du kannst aber gleich mir sagen, ob du schon die Quelle Observatorium der Roten Hand hast. Das ist unwahrscheinlich, aber ich kann da nachgucken. Deswegen sage ich ja. Ich habe hier genau einen Animasprung, nämlich den Animasprung, der nicht benannt ist. Der hat keinen Namen. Okay. Links unten. Links unten. Ja. Einsiedlerkreuzung. Ich kann ja mal hinspringen, dann hat er bestimmt einen Namen. Den habe ich ja nicht mal, wo du jetzt bist. Zapp, siehst du mal, jetzt hast du ihn, wenn du nicht zu mir portest. Aha. Nee, dann habe ich ihn nicht, dann würde ich ja, ja zur Mühle des Vollenders. Zu mir hinkommen, ja. Hat er den jetzt einen Namen? Nein, oder nicht? Kannst du mal sehen. So, jetzt muss ich irgendwie von hier oben wegkommen. Obwohl, es macht eigentlich keinen Sinn. Ich muss eigentlich zu dir porten. Ja, dann komm lieber zu mir, dann laufen wir durch das Quer durch die Pampa. Ja. Treffen nicht möglich. Keine entdeckten Animalquellen in diesem Gebiet. Yay! Yeah. Okay, dann komme ich mal zu Eukalypta. Dir. Sie haben 1000 Gummipunkte gewonnen. Mit denen du gar nichts anfangen kannst. Vorsichtig. Tasten wir uns vor. Sind wir hier richtig? Ja. Aber dass du noch eine Animaquelle nicht hast, also meine Güte. Ja, also in den Bergen da unten war ich irgendwie nicht, weil da hat nichts irgendwie mich hingeführt. Die sind... Gelb hieß böse, ne? Ja, würde ich schon. Okay, gelb, 4000 Lebenspunkte. Das ist verlockend, das auszuprobieren. Hier mit Trank. Komm, ich versuch's mit Trank. Ich bin ja schon auf dem Weg. Es geht. Das wird gehen. Der eine ist schon down, glaube ich. Ach, du hilfst schon. Ja. Sie will mir den Triumph nicht gönnen. Ich will mit draufhauen. So, dann möge sie vorlaufen als DD-Tank. DD-Tank, genau. Wollen wir dir... Wo läufst du jetzt lang? Das ist ja die falsche Richtung, ne? Jetzt bin ich die Straße unten weiter lang. Aber jetzt die Straße... Da war ein Baum. Toll. Oh, oh. Wölfe. Hey, neue Anima-Quelle. Ah, toll. Das ist ja... Rasendauer. Also doch, ein bisschen geht hier an so. Ich glaube, so riesig große Mobs kann ich mir hier nicht erlauben, aber so einzelne, kein Thema. So, jetzt lass mich mal kurz auf die Karte gucken, wie wir da hinkommen. Laufen wir am besten da dann den Weg lang. Wenn da ein Weg ist. Oh, ist das laggy heute wieder hier. Gegen das Laggy hilft manchmal Steuerung Shift F1. Steuerung Shift. Die habe ich vom Grezzard den Tipp. Okay. Und der hat Ahnung von sowas, habe ich mir sagen lassen. Ja, im Moment sieht's gut aus.
Sie? Boah, dieses Kostüm. Oh, noch eine Anima-Quelle, sehr schön. Dieser Rüschenrock. Noch eine Anima-Quelle. Ah, ich gehe hier auf Entdeckungstour. Wahnsinn. Mhm, jetzt dürfen wir auch links gleich rein. Ja, und dann gibt's wieder Haue, ne? Genau. Okay, ich buffe mich schon mal. Und dann geht's los. Oh, wie ich die Aggro ziehe und halten kann hier. Guck mal. Alle sind so auf mich. Ist klar, wenn du als erstes draufhaust. Ja, das habe ich mit meinem Tank-Charakter auch ganz oft gemacht und konnte sie nicht halten. Irgendwas mache ich falsch, Leute. So, aber wenn ich auf die Uhr gucke, stopp mal. Ja. Machen wir hier einen Cut und zeigen dann gleich auch, wie es weitergeht. Wie denn da? So, jetzt gehen wir mal ein bisschen in Sicherheit hier. Ich glaube, hier war auch irgendwo Wissen, kann das sein? Kann auch sein. Irgendeinen von den Containern. Nee. Oder war das nicht hier hinten bei dem Vampirjäger? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich sehe nirgendwo Wissen. Egal. Beim nächsten Mal dann finden wir die Sendeposition. Bis dahin würde ich sagen, tschüss. Ciao, ciao.